Leva tau hira ek reis die ganz hartlich in heiti wel, kommt er zu karte Bibel betrachtung. Von der lese ich 1. Petrus, der 2. Kapitel, der Verse 18 bis 20. Da sag ich, dass je kenneist, ihr jüne Haare in sieht an ungedon, in nicht mehr die Frindelje in Leiftolje, aber auch die Verschrovene in Verdrisselje. Will es dort das wirklich Gnot, wann je da wein Liede matte, dass je in reine Gewässer für Gott holen welle? Was habt ihr dort, wenn ihr geduldig leiden, wenn ihr Strafe verdient habt? Aber wenn ihr reich in Gott tunen und dafür gestraft worden, und dann geduldig leiden, dann hat Gott seine Freude an euch. So hier gibt der Apostel Petrus eine Anordnung an die Arbeiter. Und um diesen Tag Gott zu verstehen, ist es sehr wichtig, dass wir im Hinterkopf haben, oder dass wir weiter dort heidan schreiben dort an Sklaven. So die Sklaverie wie im römischen Reich weit und breit verbreitet und dort wie wir ganz normal. Die Bibel unterstellt zwar nicht die Sklaverie, aber sie verdammt auch nicht. Wenn wir die Bibel lesen, dann geht sie davon aus, dass sie dort einfach als eine Sache akzeptieren, die sie damals einfach so wie. Und nun hat Paulus, der Apostel Petrus, an diese Sklaven schreiben. Dort geht aber auch Antwende an Arbeiter von dir, die einfach ausschaffen dürfen. Er sagt, dort sollen ihre Haare ungedun sein. Dort ist das selbst gewohnt, dass wenn die Bibel redet hat, von dort die Frühe ist, dort sollen unge ihre Männer stehen. Und er sagt ganz klar, nicht bloß die freundliche Leiftolie, aber auch die verschrobene und verdrisselige. So, dort ist eine ziemlich bessere Perle zu schlucken, vielleicht für die Jansche, die du arbeiten tunst. Aber dort ist, was die Bibel sagt. Einige vor, die ein christlicher Arbeiter immer waren, was haben, wenn er einen christlichen Chef hat oder einen Wirt hat, der auch Christ ist. Und dort hielt man immer waren von Geschäftsmännern ans Land und unsere Welt, dass sie ein Simmel sei, dass sie leider nicht Christen annehmen. Will der erwarten eine bessere Behandlung. Der erwarten dort, der wird end mehr Lohn tut und besser behandelt wird und vielleicht Vorteile gibt und so weiter und so weiter. Dabei nehmen sie sich am liebsten nicht Christen an. Aber des Tages, der gibt eine Anweisung. So hier so wird der Arbeit ganz unabhängig gemacht davon, ob der wird ein Christ ist oder nicht. Ob der abrechtig ist oder nicht. Hier wird bloß zu der Arbeiter geredet und nicht über die Wirts. Kriegen dort, wo die Wirts sind. Hier geht es um, wann du eine Arbeit hast. Ob du einen Christ als Chef hast oder nicht. Oder ob der Gott zu dir ist oder nicht. Dort wird hier nicht gefragt. Dort wird bloß gesagt, dort die ganze Seele wird Arbeit nehmen, also Arbeiter sein, sie sollen ihre Wirts ungedun sein. Und sie sollen ihre Arbeit mit einem guten Gewässer tun. Sie sollen ihre Arbeit so tun, als wenn sie für Jesus selbst schaffen. Dorwein, kriegen dort, wer der Arbeiter ist, wenn er ein Christ ist. In unserer Schrift, der Apostel Petrus hier, dann hat er seine Arbeit so zu tun, als wenn er für Jesus und für Gott selbst tun wird. Dort er abrechtig ist in allem, dort er sich hingeben wird für seine Arbeit, weil er dient damit Gott. In seiner Arbeit, wenn er die Gott tut, damit wird Gott verherrlicht. Damit ist er ein gutes Zeugnis. Und daher wird er von Gott geehrt worden und gelobt worden. So wird er dort sehr gang und gäbe, sehr natürlich und gewöhnlich, dass er wird der Arbeitgeber wäre, der wird er aber schlecht behandelt werden. Und auch sehr schlecht für. So sagt der Apostel hier, dass sie alle ihre Arbeit gut tun und wenn sie für Gott und Reich tun, leiden müssen, dann hat Gott eine Freude an ihr. So noch einmal, hier wird die Arbeit
einfach aus ein Teil sein, wo der Christ je treuhaft am Domet zu beweisen, dass er Gott leicht und dass er Gott ehrt. Willst du das Wort hier in diesem Tag so sein, als wenn er die Arbeit für Gott tät und erster steht und nicht für den Wirt? So, daraus wurden wir vielmals vielleicht aus angereicht und seine, aber das ist, was die Bibel seine tät, sei tät. Das ist einfach, was hier gesagt ist. Und das ist nicht schön, wenn christliche Wirts mal sagen, dass sie sich gleich keine Christen annehmen, will der immer eine extra Behandlung erwarten. Nein, der Wirt hat seine Anweisungen von Gott selbst. Aber andere Städte redet die Bibel dafür, davon, und der Arbeiter hat seine Anweisungen von Gott. In diesem Teil geht einfach nur der Arbeiter ganz direkt, dass sie ihre Arbeit mit Hingabe an Gott tun sollen. Und das Wort, was hier gebraucht wird, ist so, dass es aus dem Herzen kommt. So, die Arbeit, die wir tun, dass es aus dem Herzen kommt, dass es mit ganzem Herzen getan wird, aus für Gott. Das ist, was Gott will. Ich möchte in jeder Arbeit, wer diese Botschaft hier in einem Arbeit ist, Mut wünschen, seine Arbeit als Sohn anzusehen, die er gelernt hat, von Gott zu tun, dass er die mit ganzem Herzen tun wird. Wer immer die Arbeit aus der Wirt oder der Arbeiter, sie tun ihre Sache für Gott und sie dienen Gott mit dem, was sie tun. So möchten wir dort zu Hause nehmen und möchten Gott sie nehmen durch unsere Arbeit gelobt worden. Amen.